Sonntag fand in Bonn das All-Star Game der Baseball-Bundesliga statt. Bei sehr durchwachsenem Wetter folgten knapp 700 Zuschauer der Einladung der Bonn Capitals und des Deutschen Baseball- und Softballverbandes. Im ersten Teil des All-Star Game Nachmittags, dem sogenannten Home Run Derby, traten 10 der besten Schlagmänner der Bundesliga gegeneinander an. In 2 Durchgängen versuchten sie, den Ball so oft wie möglich aus dem Stadion zu befördern. Die Homerun-Krone konnte sich Brent Buffer von den HSV Steelers mit insgesamt 5 Homeruns sichern. Pünktlich zu Beginn des All-Star Games zeigte sich das Wetter zumindest vorübergehend von einer schöneren Seite. Jeweils 20 Spieler der 1. Bundesliga Nord und der 1. Bundesliga Süd waren von den beiden Headcoaches Martin Helmig von den Buchbinder Legionären Regensburg im Süden und Stefan Fechtig von den Untouchables Paderborn im Norden nominiert worden. Diese Ehre wird jedes Jahr den Trainern des amtierenden Süd- bzw. Nordmeisters zuteil. Da der Süden als Heimmannschaft ausgelost worden war, begann der Norden das Spiel als angreifendes Team. Als Werfer für den Süden begann Brian Fields von den Munich Hard Disciples, der im ersten Inning die Schlagreihen des Nordens gut im Griff hatte. Auf der anderen Seite begann Charles Edward Olsen vom Gastgeber Bonn Capitals auf dem Wurfhügel. Dieser sicherte sich mit 2 perfekten Innings die Auszeichnung als bester Werfer des Tages. In den ersten 3 Innings konnte das Nordteam mit 3:0 in Führung gehen. Großen Anteil an der erfolgreichen Offensive hatte an diesem Tag Florian Nehring, ebenfalls Spieler der Bonn Capitals. Mit einem Hit und einem Run trug er maßgeblich zu den ersten Punkten bei. Zwar konnte das Team aus dem Süden im 4. Inning durch Stuttgarts Chris Beck nach einem Schlag des Regensburgers Ludwig Glaser auf 3:1 verkürzen, doch die weiteren Offensivbemühungen wurden durch die gute Defensivleistung des Nordteams zerschlagen. Auch hier konnte Florian Nehring seine Wahl zum MVP, dem besten Spieler des Tages, untermauern. Im 7. Inning konnte der Norden durch Punkte von Kevin Ferries von den Dortmund Wanderers, erneut Florian Nehring und Robert Herrmann aus Paderborn den Vorsprung auf zwischenzeitlich 6:1 ausbauen. 2 dieser Punkte kamen nach diesem schönen Schlag eines weiteren Bonners, Bradley Roper Hubbard, nach Hause. Den teilnehmenden Bonner Spielern merkte man sichtlich an, dass sie sich an diesem Tag vor heimischer Kulisse besonders wohlfühlten. Den letzten Punkt des Spiels konnte aber der Süden durch Kevin Kotowski von den Mainz Athletics nach einem Schlag von Jay Petschy aus Heidenheim erzielen. Nach dem letzten Aus, das den 6:3 Endstand besiegelte, wurde sowohl das siegreiche Team als auch die besten Einzelspieler geehrt. Dazu gehörte neben dem bereits erwähnten auch Chris Beck als bester Schlagmann. Am kommenden Wochenende beginnen für die meisten Akteure die Playoffs um die deutsche Meisterschaft und man kann sich bereits jetzt auf das All-Star Game 2014 freuen.